Herzlich willkommen zu Tomb Raider, zur vierten Folge. Yo, wir waren das letzte Mal, wir haben letztes Mal Sam gefunden und diesen Matthias, der mir, naja, ich mag den nicht so wirklich. Auf jeden Fall haben wir Sam gefunden und sind weiter, nee, ich glaube, ich weiß nicht, wo hier irgendwo sind wir in eine Bärenfalle getappt und durften dann Wölfe erschießen. Und danach hat unser Team das gefunden. Und als, ja, Sam war weg natürlich mit diesem Matthias. Wo die sind, wissen wir nicht. Wir haben uns aufgeteilt. Dr. Whitman und Lara sind gerade. Oh, Achse mit Prozent. Sind gerade, also mit Dr. Whitman ist jetzt an dem Tor, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und zwar, ich bin zurückgekommen, um etwas Bergungsgut zu holen. Ist gerade ein bisschen zu laut. Etwas Bergungsgut zu holen und wollte euch die Outfits mal zeigen. Ich werde eine kleine Abstimmung machen, was wir anziehen. Und in dieser Folge und ich glaube in den nächsten drei Folgen werden wir das anziehen, worauf ich gerade Bock habe. Danach könnt ihr entscheiden. Also, wir haben hier das Jäger-Outfit. Das sieht so aus, das sieht mega krass aus. Die Hose und dann noch dieser verschlammte, was ist ein Henley-Shirt oder sowas, was auch immer. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Ich glaube, das passt jetzt für die nächsten Folgen. Wir haben auch noch, Mann, das ist echt doof gewählt hier mit der Ausrüstung. Das Piloten-Outfit sieht auf jeden Fall, ich hab's noch richtig cool in Erinnerung. Erinnerung, vor ein paar Monaten erst gespielt. Ja, das sieht schon nice aus mit der Jacke. Naja, vielleicht später. Dann haben wir noch so das Gorilla. Ich sag's einfach mal Gorilla Outfit. Gorilla, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, keine Ahnung. Guerrilla oder sowas. Wow. Ja, yep, das sieht nice aus. Mit dieser Weste, mit dem Messer, mit den Taschen. Mann, die hätten so mehr Muni einbauen sollen oder so. Solche extra Features, die sie in Rise of the Tomb Raider gemacht haben, da war ja auch so, oder? Da war doch ein Outfit, das konnte mehr Muni und so weiter transportieren. Hier. So. Bergsteigerin. Ja, ich glaube, das sieht auch richtig nice aus. Also ich hab's richtig, ja, mit der Kletterausrüstung. Ich liebe dieses Outfit. Ich weiß nicht warum. Ich liebe es. Und man sieht die Verletzung nicht. Das ist so super. Dann hat sie ein bisschen Schutz. Dann haben wir noch das Ingenieurin. Es ist jetzt nicht so wirklich das geilste Outfit, aber ich finde, es passt zu einigen Szenen, Stellen in dem Spiel, glaube ich zumindest. Ja doch, zwei, drei passen, könnte schon passen. Dann die Meisterschützin, das ist mega geil. Also finde ich jetzt, also vor allem für Jagen mit dem Bogen, sieht es richtig nice aus, wie so eine Profischützin, sagt ja eigentlich auch der Name. Oh Gott. Aber für diese Folge, beziehungsweise bis zum nächsten Hauptmission, würde ich sagen, nehmen wir mal das Jäger-Outfit, weil das passt gerade und in den nächsten Szenen wird es auch wirklich gut passen. Sorry. Ich hoffe nur, dass das in den Zwischensequenzen nicht das normale Outfit, weil das kommt echt komisch. Und wir haben hier noch ein Tagebuch, ich glaube von Sam, oder? Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer.
Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Es ist Sams Geschichte über die Sonnenkönigin und Yamatai. So hat sie sich das bestimmt nicht vorgestellt. Ja, ganz bestimmt nicht. Oh Mann. Wir erinnern uns, wir sind gestrandet mit der Endurance, das Schiff von Rock. Auf jeden Fall, ja, war echt mies. So, Überlebensinstinkt. Ich glaube, wir machen noch schnell einen Rush durch das Gelände. Vielleicht haben wir was vergessen. Vielleicht finden wir noch Bergungsgruppen, können den Bogen das erste Upgrade verpassen. Oder vielleicht auch so eine Boni-Mission, wie diese Sonnen... Diese... Da haben wir schon eingesammelt. Hier war... das habe ich vergessen, das habe ich oft irgendwie letztes Mal eingesammelt. Habe ich gar nicht bemerkt, und zwar... Das war... Ich zeige es euch schnell mal, bevor ich es vergesse. Fähigkeiten, Ausrüstung, Reliquien. Das war... Weiblichen... Ich glaube, das... Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Ja, das war die hier. Ja. Der Spielstand wurde irgendwie nicht gespeichert, deswegen musste ich noch ein bisschen oft nochmal machen. Und habe das dann hier gefunden. Das war dieses DLC-Grab, von dem ich erzählt habe. Das werden wir ein andermal spielen. Ich kann jetzt nichts sonderlich weiteres erkennen. Vielleicht... Oh ja, das war irgendwie klar. Nur zwei? Okay. Stimmt, das erste Mal waren... Ah, da ist eine Kiste. Oh, ein Bergungsgut. Wir haben hier das Upgrade. Den Skill. Knochensammler heißt das, glaube ich. Und dann, oh. Zurück. Haben wir noch so eins. Ups. Ja. Okay, ein bisschen die DP hochgeschaltet. Da. Nein. Bang. Fick dich. Sorry, ich habe gerade echt keinen Bock auf euch Hunde. Auch wenn ihr eigentlich voll süß seid. Ich weiß nicht warum, aber ich mag Wölfe. Ich mag auch Skorpione und Schlangen, aber... Spielt gerade nicht zur Sache. So, ist hier nichts. Da ist Dr. Whitman. Auf den habe ich irgendwie keinen Bock. Ich mag den immer noch nicht. Werde den auch nie mögen. Ja, sagen wir so, im Laufe der Story hat sich auch meine... Hat sich auch der Grund veranschlagt, obwohl ich es nicht geahnt hätte, dass das mit dem passiert. So, was ist Grain hier? Wir haben... Oh, wir können sogar das teure, oder? Geil, wir können sogar das teure kaufen. Was ist das? Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und versuchen dadurch mehr Schaden. Klingt ganz super. Gewickelte Sehne. Gewickelte Sehne, die eine höhere Schussfrequenz ermöglichen. Naja. Ich glaube, das ist gerade am wichtigsten, besonders wegen den Wölfen. Und weil ich... Ich weiß auch nicht warum. Ich krieg's immer noch nicht hin. Bei Wölfen oder bei sehr schnell beweglichen Leuten Kopfschüsse. Krieg's einfach noch nicht so gut hin. Hab's auch mit meiner alten Maus nicht hingekriegt. Und meine alte Maus war so eine billige Punktmaus. Oh, da ist noch ein Tagebuch. Ich glaube, das haben wir schon gelesen, oder? Schatz, bitte. Nee. Denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du überlebst. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen, versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Er denkt als Image ernsthaft? So, ein Brief aus Whitmans Notizbuch. Der Mann ist unfassbar egoistisch. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn mal bewundert habe. Ja, Lara, das glaube ich auch nicht. Dass du den mal bewundern konntest. Ja, hab Hunger. Mann, es gibt gleich Essen und ich sterbe vor Hunger. Aber egal, Aufnahme muss sein. So, ich glaube, wir haben erstmal alles eingesammelt. Wir kommen ja nach später nochmal zurück, wegen den, wenn wir noch ein paar Skills haben. So,
dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nö, gar nicht. Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Mhm. Ausruhen geht nicht, Lara. Weiter. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Diese Insel ist historisch sicher bedeutsam. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Da stimme ich dir vollkommen recht. Unglaublich! Es ist Himiko! Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamateis. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Ich habe zwei gesehen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Nein. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Also ich glaube, das ist russisch. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Хочу тут послухать, мочи! Тут им nichts! Bitte! Тихо! Я сказал. Ну да ко мне что. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Ah, nein. Kann irgendjemand diese Sprache? Guck dich, Lara. Ja. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Wie sieht's aus? Oh Gott! Ich glaube, ich kann es nicht oft genug erwähnen, aber ich liebe dieses Abfeuern. Die Gruppe hat es echt in sich. Die meisten werden wir töten müssen. Haltet Ausschau nach ihr! Ja, okay! Ich hab sie! Oh fuck! Toll, der zweite Kill in diesem Let's Play, glaube ich, oder? Bitte sie uns nicht, bitte sie uns nicht, bitte sie uns nicht. От меня не уйдет. Das war glasklar. Выходи давай. Лучше не зли меня. Я всех Так machen. Ich liebe Quick Time Events. Она тоже была порадочной стервой. Ah, das muss echt wehtun und ekelhaft ist auch noch. Also ist ja gut. Ich habe schon Schlimmeres gesehen, aber egal. Voll in die Eier. Oh. Oh, eh. Bang. Da waren zwei Schiffe drin, wirklich?
Alter, die Waffe sieht so geil aus. Ich liebe Waffen. Ich weiß auch nicht warum. Ich liebe sie einfach. Das sieht so geil aus mit dem Dreck. Jetzt kommt etwas, was ich noch nie verstanden habe. Warum hat sie auf einmal einen Hafter? Warum hat sie einen Pistolenhafter? Oh mein Gott, es ist so geil. Ich habe die von meinem Bruder geliehen. Ich weiß gerade nicht, welche das sind. Das sind so Sony-Kopfhörer, die sind einfach so krank geil. Also für 40€ Kopfhörer sind die super. Die haben so einen mega Bass, das heißt, ich höre alles so gedämmt. Ich glaube, ich rede sogar im Durchschnitt lauter als sonst, weil ich einfach mich selber nicht so gut höre mit den Kopfhörern. Und ich höre gerade das Spiel und der Sound ist einfach so geil. Ah! Autsch! Fuck! Noch eine. Und dann noch der rechte Arm. Ist sie tot? Keine Ahnung. Super, Lara. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Ah, oh, Mann, wie das blutet. Headshot. Nein. Fick dich. Komm schon. Warte, wo habe ich das E zum Plündern gedrückt halten? Okay. Lieber nachladen nochmal? Mit R, oder nicht? Okay. Warte, Lara konnte doch immer so Parkour-Dinge, oder? Wie ging das nochmal? Okay. Die konnte ja ein paar Parkour-Moves, so ein paar Lazy Walls oder sowas, konnte sie auf jeden Fall. Nee, warte, Lazy Walls? Nee, die konnte, doch, Lazy Boys, glaube ich, hießen die. Ja, Holz fängt auch so schnell an zu brennen. Okay, komm. Treten. Ja, komm schon, raus mit dir. Oh, es wird gespeichert, super. Money. Komm schon. Fuck. Ich kann ihn nicht gut sehen. Komisch, der war doch rot. Rot heißt doch immer, wird gesehen oder wird. Oder fliegt auf, wenn die den umbringen. Aufgeladener Schuss, linke Maustaste. Ja, okay. Aber was bringt der aufgeladene Schuss? Der bringt ja eigentlich nur mehr Schaden, oder? Ja. Mal sehen, was er dabei hat. Geldbörse, kaputtes Handy. Ja, nach dem Wasserunfall würde ich auch. Beispielsweise, Chris, benutzen Sie den Bogen, Gegner lautlos zu killen. Das heißt, gutes Material. Wir werden es bald wissen. Crew schleppt es gerade rein. Was zur Hölle? Was ist passiert? Fuck. Ah, fuck, das ist mein Hals. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Wir nehmen jetzt 19 Minuten auf. 20. Lara, bist du da? Lara! Ja! Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was?
her! Männer, ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. So. Also vorab Info, das ist eine Aufnahmesession, das heißt, ich nehme hier mehrere Folgen gleichzeitig auf. Ich glaube, ich werde jetzt eine Stunde aufnehmen und es auf drei... Oh, ein Geocache, toll. Eine Art Behälter? Ich hoffe, wir finden alle, also wir werden auf jeden Fall... Ich hoffe, ich komme dazu, ich glaube, ja, ich sammle alle. In diesem Let's Play werde ich alle Geocaches sammeln, weil ich habe schon zweimal gemacht, aber ich liebe dieses Easter Egg und zwar... kennt jemand von... Ich hoffe, die jetzt von den Zuschauern kennen den ersten Tomb Raider Teil. Die wissen, ich spoilere euch mal nicht, ich sag's euch dann... Na doch, es ist ja kein Spoiler. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Dieses Tagebuch gehört Matthias. Strandete hier vor Jahren. War derselbe Mann bei Sam? Da steht er mit. Ach, nicht Matthias, Matthias. Matthias? Ja, Matthias. So schreibt man ihn. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Warte, vergiss nicht weiter. War irgendwie komisch, dass ja auch wirklich jeder ein Tagebuch führt, oder? Ich glaube, wir hatten vorher... Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen.